kein Computerprogramm, nur das geschulte Auge und ein hervorragendes Gedächtnis. Rund 1300 Basaltfragmente werden Stein für Stein aneinandergefügt. Zur Überraschung der Restauratoren geht es besser voran als erwartet. Anfangs jedenfalls. Das hat sich dann tatsächlich in den ersten 2 Jahren wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben ohne Ende sehr schnell gefunden, gute Erfolge gehabt, sodass erst sozusagen in der Mitte des Projektes, als die Fragmente zunehmend uncharakteristischer wurden und wir also auch kaum noch sehr auffällige Oberflächenfragmente hatten, dass wir dann gemerkt haben, jetzt dauert das unendlich lange, bis wir Zuordnung machen. Also früher 20 Fragmente in der Stunde, jetzt waren es oft nur 2 oder 3 Fragmente in 2 oder 3 Stunden, dass wir gesagt haben, das ist nicht mehr effizient. Und deshalb war es notwendig, Hilfe von außen zu holen. Helfen soll die Mineralogin Kirsten Drüppel von der Technischen Universität Berlin. Sie soll einige Basaltproben untersuchen. Findet sie eine Methode, die zersplitterten Stücke den Figuren zuzuordnen? Schön, dann nehmen wir die direkt mit. Die Restauratoren haben noch ein weiteres Anliegen. Viele Fragmente sind von einer Brandkruste verklebt. Sie wollen wissen, wie sie möglichst vollständig entfernt werden kann. In der Zentraleinrichtung für Elektromikroskopie an der TU Berlin kann Kirsten Drüppel die Brandkruste genauer unter die Lupe nehmen. Dafür wird eine hauchdünn geschliffene Probe unter ein Raster-Elektronenmikroskop gelegt. Es vergrößert die Stücke um das 100.000-fache. So können sogar die enthaltenen chemischen Elemente identifiziert und auf dem Computer farblich sichtbar gemacht werden. Es ist wie ein Blick zurück in die Brandnacht des Jahres 1943. Die Kruste enthält unter anderem Spuren der geschmolzenen Dachpappe des Museums, Glas und Metall der Fenster und Rohrleitungen. Doch Kirsten Drüppel überraschen vor allem die hohen Anteile von Phosphor. Und diese Elemente müssen von extern hineintransportiert worden sein. Für uns die wahrscheinlichste Quelle ist eine Phosphorbombe, die das Museum während des Zweiten Weltkriegs getroffen haben könnte. Doch was ist mit den verbliebenen 3000 Basaltstücken? Unter dem Lichtmikroskop vergleicht Kirsten Drüppel die mitgebrachten Proben. Jedes Mineral hat eine charakteristische Struktur. Doch Kirsten Drüppel findet heraus, dass die Steine offenbar aus ein und demselben Steinbruch stammen. Das macht es schwer, sie zu unterscheiden. Ja, auf Basis der mineralogischen Kriterien war es uns möglich, die verbliebenen Fragmente in Gruppen zu unterteilen. Es war uns nicht möglich zu sagen, dieses oder jenes Fragment gehört zu einem speziellen Bildwerk. Allerdings konnten wir feststellen, dass bestimmte Fragmente nicht zu Bildwerken gehörten. So wie zum Beispiel in diesem Fall. Hier sieht man, dass dieses Fragment auf der rechten Seite eindeutig nicht zu diesem Basaltbildwerk gehören kann. Doch Kirsten Drüppel kann den Archäologen immerhin dabei helfen, die verbliebenen Fragmente weiter zu sortieren. Und sie kann ein Rätsel lösen, das den Restauratoren völlig unerklärlich schien. Wie kam es, dass die Figuren in derart viele Teile zerbrachen, Schicht für Schicht, bis tief in den Kern? Es war die Phosphorbombe. Sie entfachte enorme Hitze. Die Figuren wurden bis auf 1000 Grad erhitzt und dann durch das Löschwasser schockartig heruntergekühlt. Der Basalt hielt der enormen Spannung nicht stand. Die Figuren explodierten geradezu. Die Hitze brannte die Dachpappe porentief in die Gesichter. Spuren, die nie verschwinden werden, und dennoch. Ich persönlich bin sehr stolz und glücklich, dass uns die Restaurierung und Wiederherstellung dieser Figuren gelungen ist. Vielleicht auch, weil es lange Jahre eben als unrestaurierbar galt. Glücklich aber auch, weil die Restauratoren vielleicht Schlimmes abgewendet haben. Wer diese Skulpturen je zerstöre, dem droht die antike Statue mit dem ewigen Fluch der Götter. So aber wurde, weil sich das Puzzle fügte, das Schicksal doch noch zum Guten gewendet.
So, unsere Tour durchs neue Museum ist jetzt zu Ende. Danke, Frau Zorn, dass Sie uns hier reingelassen haben. Ja, und das nachts. Dankeschön. Ja. Hat mich sehr gefreut. Jetzt gehen wir ausschlafen, ne? Moment. Gute Nacht, Frau Präsidentin. Ja, ich habe noch was für dich. Echt? Eine kleine Mini-Pyramide. Cool. Für die Hobbyentdecker wie dich. Hobbyentdecker. Ja, du kannst was ausgraben. Ah, das sieht cool aus. Bitte schön. Was gibt es drinnen? Tja, das werden wir noch sehen. Tschüss. Echt? Cool. Er kommt schon. Pardon? Da. Und gleich? Beamte des Verteidigungsministeriums werden wieder zu Kindern. Wer da wohl dahinter steckt? Emma und John kriegen's schon raus.